Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends News Update. Nach fast 4 Wochen YouTube Abstinenz kann ich euch endlich wieder mit aktuellen Informationen über Apex Legends versorgen. Natürlich auch Tipps und Tricks und Livestreams. Um was soll es in diesem Video gehen? Und zwar ist gerade aktuell das Black Friday Event aktiv und am 3. Dezember kommt ein fettes Update. Darüber rede ich auch gleich. Mir ist natürlich auch bewusst, jetzt zum Samstag, jetzt wo ich am Freitag das Video schneide, Samstag seht ihr das Video frühestens, dass ihr die Informationen sicherlich schon wisst. Ich möchte es der Vollständigkeit halber für alle bringen, die es noch nicht wissen. Und noch nebenbei bemerkt, bevor es gleich losgeht, heute Abend haue ich noch ein anderes Video raus. Da möchte ich darüber berichten, was im November alles in Apex Legends so passiert ist. Für alle, die das vielleicht noch nicht wissen sollten, der Vollständigkeit halber möchte ich das mit dazu bringen. Mache ich aber hier nicht mit rein, damit das Video nicht zu lang wird. Springen wir jetzt direkt ins Spiel. Zack. Und da rede ich erstmal über das Black Friday Event. Wie gesagt, ich weiß, dass die meisten das von euch schon mitbekommen haben. Und zwar könnt ihr durch das Black Friday Event einmal für 5000 Apex Coins 50 Packs plus 20 kostenlos euch kaufen. Achtung, das möchte ich dazu bemerken. Man kann jedes Pack nur einmal kaufen. Dann können wir einmal für 2000 Coins 20 Packs plus 5 kostenlos dazu kaufen. Und für 1000 bekommen wir zwei legendäre Packs. Bis zum Ende des Events gibt es dann noch diesen Watson Skin, ein epischer für 1000. Und Stand aktuell seht ihr zwar jetzt hier einen Tag und 15 Stunden diesen Octane Skin, der total geil aussieht. Wenn ihr das Video schaut, habt ihr wahrscheinlich nur noch grob einen halben Tag dafür Zeit. Dieser Skin wird dann rausfallen und ich gehe davon aus, dass dann der legendäre Flatline Skin, ich hoffe, dass ich hier noch ein Bild für von dem Flatline Skin finde, den ich euch hier noch rein machen kann, damit ihr wisst, wie der aussieht. Ansonsten wartet einfach bis Sonntag, dann seht ihr es dann nachher selber. Wie gesagt, man kann alles nur ein einziges Mal kaufen, was die Packs betrifft. Ihr seht, dass ich die alle schon gekauft habe. Ihr seht hier in meinem Inventar 98 Packs. Also, ihr könnt also davon ausgehen, dass demnächst auf meinem Kanal es ein fettes XXL Pack Opening geben wird. Und kleiner Tipp am Rande, wenn ihr euch die Packs zugelegt habt, wartet mit dem Öffnen. Denn ich rede jetzt über das fette Update, was am 3. Dezember kommt. Dazu wechseln wir jetzt einfach mal auf die Internetseite. Ich habe das jetzt einfach mal aufgemacht, damit ihr auch mitlesen könnt. Moment, ich scrolle ganz nach oben. Und zwar am 3. Dezember. Ich gehe davon aus, dass 19 Uhr das Live freigeschaltet wird. Wie groß das Update ist, kann ich aktuell noch nicht sagen. Die Level-Obergrenze wird endlich angehoben. Ist schön, dass Respawn ein bisschen zuhört und sich ein bisschen auf die Community einlässt. Und zwar wird die Level-Obergrenze von 100 auf mega fette 500 angehoben. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das, wenn das mal passieren sollte, vielleicht in 50er oder 100er Schritten passiert. Dass es aber gleich 400 Level mehr werden, damit hätte ich nicht gerechnet. Im Groben und Ganzen wird es so sein, dass ihr jetzt schneller levelt. Und es wird so sein, dass ihr bis Level 500 199 Apex Packs aus eigener Kraft freischalten könnt, ohne dass ihr was bezahlen müsst. Im Genauen sage ich es der Vollständigkeit halber einfach mal, von Stufe 2 bis 20, falls ihr Anfänger seid, bekommt ihr in jeder Stufe ein Pack. Ab 22 bis 300 bekommt ihr alle zwei Stufen ein Pack. Jeder, der jetzt ein bisschen aufgepasst hat und mitgerechnet hat, der weiß, Mensch, ich habe vielleicht ja schon Level 100 erreicht, da müsste ich doch jetzt was bekommen. So sieht's auch aus. Am Dienstag solltet ihr dann genau 14 Apex Packs nachgereicht bekommen, falls ihr Stufe 100 schon erreicht habt. So, ab Stufe 305 bis 500 gibt es dann alle 5 Stufen noch ein Pack. Es wird weiterhin so sein, dass ihr pro Levelaufstieg 600 Tokens bekommt, indem ihr dann im Store Legenden wieder freischalten könnt ab einer neuen Season oder exklusive Waffenskins. Was kommt noch hinzu? Und deswegen habe ich das anfangs so ein bisschen betont. Hebt euch aus dem Black Friday Event die Packs auf, denn mit diesem Update wird es so sein, dass 36 neue Waffenglücksbringer ins Spiel finden. Wie sehen die aus? Ich scroll mal ein Stück weiter runter. Das ist jetzt hier mal nur so ein Beispiel. Hier flippen so ein paar Anhänger durch. Ich denke, es wird wahrscheinlich von jeder Legende einen Anhänger geben und so ein paar kleinere. Ich lasse mich einfach mal überraschen, alle kenne ich auch noch nicht. Hier haben wir noch ein paar Legenden. Und
So, jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen hoch, denn was auch noch geil ist, es gibt alle 10 Stufen ab Stufe 100 ein neues Badget, was anzeigt, welches Level ihr erreicht habt, was ihr dann in euren Banner einfügen könnt. So sehen die grob aus. Zwischen 100 und 200 sehen die so lila aus und werden von Mal zu Mal halt immer fetter, krasser, toller, schöner. Davon gibt es dann nachher auch noch solche Glücksbringer, die dann so aussehen. 100, 200, 300, 400 und 500. Die sehen mega, mega geil aus. Viel mehr gibt es jetzt eigentlich zu diesem Update nicht zu sagen. Es wurde noch nicht berichtet, ob noch mehr als die Levelgrenze angehoben wird. Soll es von dem Video jetzt schon gewesen sein. Ich möchte nochmal betonen, heute Abend kommt nochmal ein November-Update-Video raus. Lasst diesem Video 1, 2, 3, ich bin ein bisschen aus der Übung, sorry, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine weiteren Apex Legends Info-Videos, Tipps und Tricks-Videos und Livestreams verpassen wollt, würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Haut die Kommentarsektion voll und erzählt mir einfach mal, was ihr von dem Black Friday Event haltet und diesen kommenden Änderungen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Samstag und schaut unbedingt heute Abend noch in diesem November-Update-Video rein. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Macht's gut. Ciao.